Herzlich willkommen zu dem Vortrag Aufklärung zu medizinischen Eingriffen bei Osteoporose. Mein Name ist Julia Lünen und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Ich möchte Ihnen im Folgenden an einem Beispiel zeigen, warum eine umfassende und evidenzbasierte Aufklärung bei Osteoporose ein wichtiges Thema ist und welche Rolle schriftliche Aufklärungsbögen hierbei spielen können. Es bestehen keinerlei finanzielle Interessenskonflikte. Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme ist der Behandelnde verpflichtet, die Einwilligung des Patienten einzuholen. Wird keine Einwilligung, insbesondere vor einer Operation, eingeholt, kann dies als Körperverletzung gewertet werden. Durch diesen Zusammenhang wird der Akt der Einwilligung oft eher als juristischer, formaler Prozess betrachtet. Es ist aber so, dass PatientInnen einen ethischen und rechtlichen Anspruch auf eine informierte Entscheidung für oder gegen die Einwilligung haben. Das bedeutet einerseits, dass der Prozess offen ist, dass es also nicht darum geht, die Einwilligung einzuholen, sondern überhaupt erstmal eine Entscheidung zu treffen. Und es sollte eine informierte Entscheidung sein. Und die Grundlage einer informierten Entscheidung ist, dass nicht nur eine Option, sondern alle möglichen Optionen vorgestellt werden und zu jeder dieser Optionen umfassend und verständlich Nutzen und Schaden dargestellt werden. Nur auf Basis dieser evidenzbasierten Information ist es möglich, die Optionen bezogen auf die persönlichen Präferenzen und Wertvorstellungen abzuwägen und somit eine informierte Entscheidung zu treffen. Daher ist es auch gesetzlich vorgeschrieben, dass vor der Einwilligung ein persönliches Aufklärungsgespräch zu erfolgen hat, in dem Wesen, Bedeutung und Tragweite der Behandlung, einschließlich der Behandlungsalternativen und die mit ihnen verbundenen Risiken in verständlicher und angemessener Weise dargestellt werden. Warum ist das Thema Einwilligung und Aufklärung nun bei Osteoporose ein Thema? Ein Bereich, der einem vielleicht als erstes einfällt, ist die operative Versorgung von Frakturen. Hierfür wird eine Einwilligung eingeholt. Allerdings kann das auch eine Notfallsituation sein, sodass zumindest wenig Zeit für einen längeren Abwägungsprozess bestehen kann. Eine Einwilligung sollte auch vor diagnostischen Maßnahmen erfolgen, also beispielsweise auch vor der Messung der Knochendichte. Und auch die Einnahme von Medikamenten ist mit einer Einwilligung verbunden. Diese erfolgt nicht schriftlich, aber allein dadurch, dass man das Rezept mitnimmt, einlöst und die Medikamente einnimmt, gibt man die Einwilligung. Insofern ist auch vor der Verordnung von Medikamenten eine Aufklärung notwendig. Das Beispiel, was ich hier aber näher zeigen möchte, sind die Eingriffe Vertebroplastie und Kyphoplastie. Beides sind minimalinvasive Eingriffe, die in örtlicher Betäubung oder in Vollnarkose durchgeführt werden, die entweder mit einem kurzen stationären Aufenthalt verbunden sind oder auch in manchen Fällen ambulant angeboten werden. Zur Anwendung kommen diese Eingriffe bei Frakturen der Wirbelkörper, insbesondere bei starken Schmerzen oder Verformungen. Bei der Vertebroplastie wird, wie auf dem Bild zu sehen, über eine Kanüle medizinischer Zement in den gebrochenen Wirbelkörper eingespritzt. Das Ziel ist, dadurch den Wirbelkörper eventuell wieder aufzurichten oder zumindest doch von innen zu stabilisieren. Die Kyphoplastie ist ganz ähnlich. Hier wird allerdings vor der Injektion des Zements auch über eine Kanüle ein Ballon in den Wirbelkörper eingeführt. Dieser wird aufgeblasen und dann da rein der Zement gefüllt. Das soll den Vorteil haben, dass kein Zement aus dem Wirbelkörper austreten kann und damit unerwünschte Wirkungen auslösen könnte.
gesagt, das Ziel ist die innere Fixation, also die Stabilisierung des Wirbelkörpers. Und das soll zu einer Reduktion von Schmerzen beitragen, die Mobilität fördern und damit auch die Lebensqualität der Betroffenen verbessern. Wie sieht es jetzt also aus, wenn man nach Nutzen und Schaden dieser Option fragt? Unter anderem gibt es dazu eine systematische Übersichtsarbeit von Cochrane. Zu dieser systematischen Übersichtsarbeit gibt es auf der Seite von Cochrane Compact auch eine deutschsprachige Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. Hier möchte ich nur wenige Beispiele herausgreifen, da die Untersuchung und Veröffentlichung sehr umfangreich ist. Ziel der Vertebroplastie ist es ja, Schmerzen zu reduzieren. Das wurde hier auch angeguckt in den Studien, und zwar einen Monat nach dem Eingriff. Entweder wurde eine Vertebroplastie durchgeführt oder ein Placebo in dem Falle, also eine Scheinbehandlung. Im Vergleich von Vertebroplastie zu Placebo kam es durch die Vertebroplastie zu einer Besserung um 0,7 Punkte auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wobei 0 kein Schmerz ist und höhere Werte also mehr Schmerzen anzeigen. In der Vertebroplastie-Gruppe lag der Wert nach einem Monat bei 4,3 und in der Placebo-Gruppe bei 5. Im Hinblick auf Mobilität bzw. Beeinträchtigung wurde Behinderung nach einem Monat ebenfalls auf einer Skala hier von 0 bis 23 erhoben. Auch hier ist es, je höher die Punktzahl, desto größer ist die Beeinträchtigung. In der Gruppe, die die Vertebroplastie erhalten haben, lag dieser Wert bei 12,7 und in der Gruppe mit dem Placebo oder der Scheinbehandlung bei 14,2. Es gab also eine Besserung um 1,5 Punkte auf der Skala von 0 bis 23. Eine mögliche unerwünschte Folge der Vertebroplastie sind neue Wirbelfrakturen, hier gemessen innerhalb von 12 bis 24 Monaten. Bei der Vertebroplastie traten solche neuen Wirbelfrakturen bei 10 von 100 Patientinnen auf. Und in der Gruppe mit dem Placebo oder der Scheinbehandlung bei 7 von 100 Personen. Es wurden noch Daten zu weiteren Endpunkten ausgewertet und es wurden auch Studien eingeschlossen, die die Vertebroplastie mit der Kyphoplastie vergleichen. Auch in diesem Vergleich zeigte sich kein signifikanter Unterschied hinsichtlich Schmerzen, körperlicher Beeinträchtigung oder Lebensqualität. Daher kamen die AutorInnen der systematischen Übersichtsarbeit zu der Schlussfolgerung, dass PatientInnen darüber informiert werden sollten, dass für die Vertebroplastie kein klinisch relevanter Nutzen gezeigt werden konnte, aber ein potenzielles Risiko für Nebenwirkungen besteht. Dabei ist zu sagen, dass insbesondere für den Nutzen die Qualität der Evidenz im mittleren bis hohen Bereich liegt. Die Aussage kann also als verlässlich angesehen werden. Dem vorausgegangen sind oft sehr kontroverse Diskussionen zu der Frage, wie groß der Nutzen dieser Verfahren ist. Die Autorinnen weisen darauf hin, dass in früheren Studien die Vertebroplastie nicht mit einer Scheinbehandlung verglichen wurde, sondern einfach gegen keine Behandlung. Sprich, die Teilnehmenden wussten, ob sie eine Behandlung erhalten oder nicht, und somit ist davon auszugehen, dass der in diesen Studien gezeigte Nutzen eher auf einen Placebo-Effekt zurückzuführen ist. Dass im Allgemeinen kein Nutzen für die Verfahren gezeigt werden konnte, spiegelt sich auch in aktuellen Leitlinienempfehlungen wider. Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus der Leitlinie des Dachverbandes der deutschsprachigen wissenschaftlichen osteologischen Gesellschaften. Die Verfahren sollten nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn eine hohe Beeinträchtigung durch Schmerzen vorliegt, konservative Therapieversuche erfolgt sind, diese aber erfolglos waren, wenn alle anderen Ursachen für die Schmerzen ausgeschlossen werden konnten
und auch nur dann nach einer intensiven und interdisziplinären Einzelfalldiskussion. Diese Empfehlungen finden sich auch in internationalen Leitlinien, beziehungsweise auch der Verweis, dass keine Empfehlung für diese Verfahren ausgesprochen werden kann, weil es keine Evidenz für den Nutzen gibt. Ist das Ganze nun also doch eigentlich gar kein Thema mehr? Tatsächlich kann ich Ihnen nicht sagen, wie häufig diese Verfahren noch angewendet werden. Allerdings zeigt schon eine ganz einfache Google-Suche, dass noch diverse Kliniken oder Versorgungszentren die Verfahren anbieten und entsprechend auf ihren Seiten, ja, man muss sagen, bewerben. Es wird gesagt, die meisten Patienten mit schmerzhafter Wirbelkörperfraktur berichten von einer sofortigen Besserung ihrer Schmerzen. Es wird davon gesprochen, dass es in bis zu 90% der Behandlungen zu einer deutlichen Schmerzreduktion kommt oder dass auch in der Regel 95% eine vollständige Schmerzfreiheit oder zumindest eine deutliche Reduktion erfahren. Oder auch die Aussage, das Tolle an beiden Methoden, in der Regel wird eine sofortige und deutliche Besserung ihrer Schmerzen erreicht, so dass es manchen behandelten Patienten sogar schwerfällt, sich in der zurückgewonnenen Vitalität erst noch schonen zu müssen. Diese Aussagen und Informationen sind, wenn Sie an die Ergebnisse des Cochrane Reviews, also der Übersichtsarbeit denken, sicherlich nicht evidenzbasiert. Insofern lohnt sich vielleicht doch noch mal ein Blick auf die Aufklärung. Der Einwilligung zu so einer Maßnahme hat ja, wie vorhin schon gezeigt, ein persönliches Gespräch vorauszugehen. In diesen Gesprächen werden oft Aufklärungsbögen genutzt. Diese sind nicht verpflichtend, aber sie dienen häufig der Dokumentation des Gesprächs, der rechtlichen Absicherung, weil auf diesen Bögen dann ja auch die Unterschrift der Patientinnen erfolgt. Sie werden teilweise vorher ausgegeben, so dass sie zur Vorbereitung genutzt werden können und als Gesprächsgrundlage dienen. Was wir uns aber gefragt haben, ist, ob sie denn eigentlich das Verständnis für den geplanten Eingriff verbessern, ob sie evidenzbasierte Informationen enthalten, die es ermöglichen, Nutzen und Schaden abzuwägen und somit, ob Aufklärungsbögen geeignet sind, informierte Entscheidungen zu unterstützen. Diese Frage haben wir uns bereits 2016 gestellt. Hier haben wir sowohl eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt, als auch selbst eine Analyse von Aufklärungsbögen durchgeführt. Wir haben zu 10 unterschiedlichen diagnostischen und therapeutischen Verfahren Aufklärungsbögen bewertet. Diese haben wir darüber erhalten, dass wir Verlage, aber auch Hamburger Praxen und Kliniken angefragt haben. Die Bewertungskriterien, die wir angelegt haben, haben wir aus den Kriterien für evidenzbasierte Gesundheitsinformation abgeleitet, also insbesondere aus der guten Praxisgesundheitsinformation und der Leitlinie für evidenzbasierte Gesundheitsinformation. So ist ein Bewertungsbogen mit 15 Items entstanden, zu Inhalten, zu Metainformationen, also beispielsweise ob Quellen genannt werden, und zu Darstellungsformen. Die Bewertung der eingeschlossenen Aufklärungsbögen erfolgte unabhängig durch 2 Autorinnen. Hier sehen Sie Auszüge aus den Ergebnissen unserer Analyse. Wir konnten 37 Bögen einschließen. Auf allen Bögen war vermerkt, welcher Verlag oder welche Praxis diesen Bogen erstellt hat. Die Namen der Autorinnen wurden auf 17 der Bögen genannt. 21 haben ein Erstellungsdatum angegeben, sodass man die Aktualität nachvollziehen konnte. Informationsquellen wurden nicht auf einem der Bögen genannt. Ziele wurden auf 28 der 37 Bögen genannt. Unter anderem auch die Unterstützung der Entscheidungsfindung. Von einer informierten Entscheidungsfindung war allerdings auf keinem der Bögen die Rede. Die Informationen zu der geplanten Maßnahme an sich, also zu Art, Umfang, Ablauf, Durchführung, aber auch zur Vor- und Nachbereitung, war auf den meisten Bögen vorhanden und auch ausführlich dargestellt.
es darum ging, dass nicht nur die geplante Maßnahme selbst, sondern auch Alternativen dargestellt wurden, ist es weniger. Die Alternative des Nichtstuns oder erstmal Abwartens haben wir auf 4 der 37 Bögen gefunden und 26 der Bögen sind auf andere, weitere Behandlungsoptionen eingegangen. Zu der Risikokommunikation ist zu sagen, dass der Nutzen, der von der geplanten Behandlung zu erwarten ist, auf 30 der 37 Bögen zumindest benannt wurde. Quantifiziert, also wie wahrscheinlich denn das Eintreten des Nutzens ist, wurde er auf 23 von diesen 30 Bögen. Beim Schaden sieht das ein wenig anders aus, dadurch, dass die Aufklärungsbögen ja häufig als juristische Absicherung genutzt werden oder für die juristische Absicherung, werden die Risiken in der Regel sehr ausführlich dargestellt. Sie wurden also auf allen Bögen benannt und auch quantifiziert, wobei wir die genannten Inhalte und auch somit auch die Schadensaspekte nicht auf Vollständigkeit oder Korrektheit überprüft haben. Davon sagen, dass auch die Wahrscheinlichkeit des Eintretens quantifiziert werden sollte, haben wir auch geschaut, wie ist das geschehen. Es ist auf allen Bögen mit verbalen Deskriptoren geschehen. Also es wurde gesagt, kann häufig, selten, sehr selten auftreten. Das, was man sich wünschen könnte, um wirklich Optionen vergleichen zu können, dass es numerische Angaben gibt, also im Sinne von 4 von 100. Das hat sich auf 10 von 37 Bögen gefunden, dort aber auch nicht durchgehend, sondern nur zu einzelnen Aspekten. Das Fazit, was wir 2016 gezogen haben, war, dass die Analyse der in Deutschland verwendeten Aufklärungsbögen gezeigt hat, dass insbesondere Kriterien für Transparenz und Risikokommunikation nicht erfüllt werden und dass man daher sagen muss, dass Aufklärungsbögen nicht geeignet erscheinen, eine informierte Entscheidungsfindung zu unterstützen. Parallel hatten wir uns ja umfangreich die Literatur zu diesem Thema angeschaut und man muss sagen, dass über Jahrzehnte immer wieder Mängel an Aufklärungsbögen in verschiedenen Arbeiten und Studien aufgezeigt wurden. Wie ist es nun also 2021 um die Qualität von Aufklärungsbögen bestellt? Wir haben keine weitere systematische Analyse durchgeführt. Allerdings haben wir uns beispielhaft Bögen zur Vertebroplastie und Kyphoplastie angeschaut, die so verfügbar sind. Und man muss festhalten, dass weiterhin Bögen verwendet werden, welche die Anforderungen an Transparenz und Risikokommunikation nicht erfüllen und somit auch nicht geeignet sind, eine informierte Entscheidungsfindung zu unterstützen. Insgesamt kann nicht sichergestellt werden, dass Einwilligungen in operative, diagnostische oder medikamentöse Interventionen bei Osteoporose auf Basis einer umfassenden Aufklärung und informierten Entscheidungsfindung erfolgen. Und daher halten wir es für unbedingt erforderlich, dass evidenzbasierte Gesundheitsinformationen und Entscheidungshilfen bereitgestellt werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.